Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Kizomba-Begeisterte und herzlich willkommen bei unserer DMDS-Show Dance My Dance Style. Mein Name ist Isabella und ich freue mich ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um den traditionellen Kizomba und wie der und allgemein der Kizomba in der Region Hannover ausgeprägt ist. Dafür haben wir zwei richtig coole Gäste wieder mit am Start für euch und ich freue mich, diese gleich bei mir hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bleibt gespannt. Ja, also ich würde mal sagen, Ladies first. Zu meiner Linken sitzt Silke. Du warst ja auch die Erste hier im Raum Hannover, die auch regelmäßig den Kizomba an die Leute gebracht hat. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total. Und zu meiner Rechten sitzt Thomas Wahlbruch. Du bist auch begeisterter traditioneller Kizomba-Tänzer ja. Und auch Tanzlehrer in Braunschweig. Ja. Und das schon ein paar Jahre länger. Ja, sehr cool. In Braunschweig haben wir recht früh angefangen. Also, wie gesagt, eine richtig coole Runde heute. Und ich würde sagen, damit ihr mal erst einen besseren Einblick bekommt, spielen wir mal einen Clip ein über unsere Silke. Quero a tua companhia para o resto da vida. Mungani bondi, nishongile pela minu saisiwa. Mungani bondi, insati wambina usai. Eu vou te assumir, mãe. Eu vou te assumir, mãe. Eu vou te casar, te levo ao altar. Eu vou te assumir, mãe. Eu vou te assumir, mãe. Ja, das ist richtig cool. Also man sieht doch, du bist richtig engagiert. Du hast mit richtig vielen verschiedenen Tänzern zusammengetanzt. Machst doch verschiedene Aktionen mit, wie man jetzt gerade auch im Video gesehen hat, ne? Hier in der Hannover Innenstadt. Was ist denn da so dein innerer Antrieb? Also warum Kizomba und was bedeutet Kizomba für dich? Ja, Kizomba bedeutet für mich eigentlich wirklich so Lebensfreude. Also ich liebe einfach auch diesen kulturellen Hintergrund von Kizomba tatsächlich. Und es ist einfach, ja, diese Liebe zu diesem Tanz und zu dieser Kultur irgendwie weiterzugeben. Sehr schön. Also auch das Beisammensein mit den Menschen, also auch Stichwort Community, Gemeinschaft, ja? Genau, absolut. Richtig schön. Ja, ich glaube, das geht uns allen so, ne? Das ist ja auch, was den Kizomba gerade so besonders macht. Und wie hast du da angefangen? Wie bist du da auf den Kizomba gekommen? Ja, das war eher durch Zufall tatsächlich. Oh. Ich war im April 2011 auf einem Bachata-Festival und habe dort Albir und Sara kennengelernt und habe dann in einer Pause von denen Kizomba gezeigt bekommen und hatte dann tatsächlich meinen ersten Tanz mit Albir, wo ich es noch gar nicht wusste, was das überhaupt ist. Im Mai 2012 hatte ich dann den nächsten Kontakt. Das war dann auf einem Salsa-Festival. Da habe ich zwei Workshops bei Helios Santos gemacht. Und dann habe ich im August 2013 in Holland Kizomba-Workshops von Miguel Montero mitgemacht. Der war da gerade aus UK nach Deutschland gezogen. Und das Lustige war, dass er in die Nähe von meinen Eltern gezogen ist. Und wenn ich dann meine Eltern im Schwarzwald besucht habe, habe ich bei ihm Privatstunden genommen. Und so fing das Ganze dann wirklich an, dass ich angefangen habe, bei mehreren Lehrern Privatstunden zu nehmen und habe dann im März 2014 in Hannover angefangen zu unterrichten. Schön, also immer so ein bisschen hineingeschnuppert, ich sag mal per Zufall, ja? Und dann auf einmal halt ganz viel auf einmal und ja. Sich direkt so in dieser Welt wiedergefunden. Total. Ja, richtig schön. Du warst jetzt auch die Erste, ne, die in Hannover gestartet hat. Es gab so ein paar Workshops. Wie hat das denn so in Hannover angefangen? Also vor mir waren noch Benita und George, die haben so workshopweise unterrichtet. Und ich hatte dann, ich wollte eigentlich nie unterrichten. Yeah. Ich wollte das eigentlich für mich machen. Yeah. Und dann wurde ich aber von einem meiner Lehrer quasi aufgefordert, weil ich auch so viel kulturellen Hintergrund hatte, dass ich jetzt mal unterrichten sollte. Yeah. Und dann habe ich das gesagt, okay, ich mache einen Workshop und das war's. Yeah. Und dann war da so eine große Nachfrage tatsächlich, dass ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt einen Anfängerkurs an. Yeah. Ja, und das lief dann jetzt bis heute, ne? Ja, schön. Und wie war das denn so? Also ich sag mal, Kizomba war ja dann auch recht neu. Das war ja im Raum Hannover. Wir sind ja eh in Deutschland so ein bisschen immer zurück. So, ne? Hinten dran. Ja, Frankreich, Spanien ist ja auch immer ein bisschen voran.
Wie haben das die Leute so aufgenommen? Normalerweise ist es ja immer so, wenn es irgendwas Neues gibt, dann schrecken vielleicht die Leute erstmal zurück, wissen nicht, es ist neu. War das auch so oder war das anders? Haben sich die Leute auch direkt darin verliebt? Also es war eine Mischung. Also von einigen langjährigen Tänzern in Hannover wurde ich so ein bisschen für verrückt erklärt tatsächlich. Die haben gesagt, ja, ach Kizomba, das ist jetzt so eine Modeerscheinung in ein paar Jahren. Ja, ist das wieder komplett weg? Ja. Wurde ich so ein bisschen belächelt, was dann nachher tatsächlich revidiert wurde. Und viele andere, also klar, am Anfang vorwiegend Leute auch aus der bestehenden Tanzszene, die dann gesagt haben, oh, was Neues, das probieren wir jetzt mal aus. Ja, und so ist es gewachsen. Es bedarf ja auch an Mut, ne? Immer erstmal was Neues anzufangen, gerade auch in einer bestehenden Szene, wenn man sagt, okay, das hat sich jetzt noch nicht etabliert, aber du folgst dem, du sagst, das ist wirklich, wofür du brennst und es ist richtig schön. Also ich freue mich auch, ich finde es richtig schön, dass wir hier in der Region Hannover wirklich eine Pionierin haben, ne, wie dich. Du hast ja auch zum Beispiel mit anderen Tänzern wie Toni Pirate zum Beispiel auch getanzt, ne? Der war ja auch so einer der ersten, die so in der Szene, Kizomba-Szene unterwegs war. Ja, cool. Und ja, in Hannover, also jetzt sagst du, jetzt gibst du immer noch Kurse und würdest du, wie siehst du das jetzt? Auch Hannover so als Standpunkt, jetzt Kizomba, es ist ja irgendwie, leider gibt es noch kein eigenes Lokal, was zum Beispiel nur dem Kizomba gewidmet wurde. Wie ist da so deine Meinung? Worin bewegen wir uns? Was ist da vielleicht auch unsere Aufgabe? Ja, ich glaube so allgemein, wir Norddeutschen sind da ja doch ein bisschen träger, was sowas angeht. Wobei ich ja eigentlich aus Süddeutschland komme, aber mich hier sehr gut eingelebt habe. Ob es jemals tatsächlich so ein Lokal in Hannover geben wird, weiß ich nicht, weil wir auch nicht so eine große portugiesischsprachige Community in Hannover haben. Also das ist halt tatsächlich in Hamburg alles ein bisschen einfacher, wo halt sehr viele portugiesischsprachige Leute auch leben. Das macht es in Hannover ein bisschen schwierig, dass da so dieser Background in der Community fehlt, was halt so bei Salsa zum Beispiel wieder anders ist, weil wir da sehr viele Latinos auch in Hannover haben. Also da wird das von der anderen Seite dann nochmal etwas mehr gepusht. Also da Stichwort wieder kultureller Hintergrund, ne? Das ist ja auch wieder interessant, das ist ja dann immer die Wurzel, ne? Von wo kommt etwas? Und das ist ja, ich sag mal, es gibt immer Leute, die das vorantreiben und dann weiterentwickeln und natürlich dann auch andere Kulturen, die das dann auch mit für sich nehmen. Aber es ist ja auch immer wichtig, wieder der Ursprung, ne? Die Tradition, die Kultur, die dahinter ist. Ja, schön, das freut mich. Und was würdest du sagen? Ich würde euch dann einladen, nach Braunschweig zu kommen, weil wir haben ein Lokal in Braunschweig. Ja. Die Schickeria, die sich, da haben wir uns drauf spezialisiert, haben wir regelmäßig Partys. Yeah, also Leute, Schickeria in Braunschweig, die nächste Adresse. Ganz genau. Und die Inhaber, die stehen da voll dahinter. Ja. Das macht das ganz schön eigentlich. Mhm. Ist nicht so ein großes Lokal, aber für Kizomba brauchen wir das auch nicht so groß. Ja, ist ja auch eher gemütlich, und, das machen wir also seit über 3 Jahren, machen wir es mit der Lokalität schon. Nee, länger. Wir haben ja schon 2 Jahre Ausfall wegen Corona. Also das sind mindestens 5 Jahre jetzt schon. Hat sich gut etabliert. Also in Braunschweig ist es eine feste Größe geworden. Also das ist ja dann auch die Frage, ne? Also irgendwo gibt es ja auch Bedarf. Es gibt Leute, die den Kizomba lieben. Dann wäre ja die nächste Frage, gibt es auch, was wir als Community machen können? Denkt ihr, es würde vielleicht helfen, wenn wir zum Beispiel als Hannoveraner Braunschweig eher besuchen, Bremen nach Hannover kommen, wir uns irgendwie eher austauschen? Und wir sollten unbedingt uns da gegenseitig unterstützen und verstärken, weil es ist ja auch immer spannend, wenn dann andere Tänzer da sind, wenn das nicht immer dieselbe Suppe ist, um das mal so zu sagen. Es ist einfach viel lebendiger und das macht mehr Spaß. Auf jeden Fall. Also wir sind auch oft in Hannover gewesen, sind auch oft bei dir gewesen zum Beispiel zum Kizomba oder so. Ja. Wir sind ja auch oft in Hamburg unterwegs. Genau, da trifft man sich. Ja. Also es wäre wünschenswert, wenn da mehr Beweglichkeit mehr reinkommt. Bewegung reinkommt. Stichwort Kizomba, Bewegung. Aber ich denke mal, also es ist ja auch immer mehr, also es gibt ja immer mehr Leute, die dann sich besuchen nach Hamburg. Die Leute kennen auch aus Bremen zum Beispiel teilweise die Leute aus Hannover. Aber ich sag mal, was wir der Community mitgeben können, ist auf jeden Fall noch mehr, oder? Dass man dann noch mehr Bewegung reinbringen kann. Ein bisschen mehr Zusammenhalt. Ja. Also das wäre ganz wichtig. Mhm. Also das haben wir ja grundsätzlich in den Tanzszenen, dass da halt viel auch so gegeneinander gespielt wird. Leider. Und das stärkt ja die Community nicht. Das bricht ja eher alles auseinander und dann geht es ja eher in so eine Klickenspaltung rein. Ja. Und wir bräuchten tatsächlich mehr so, dass man miteinander arbeitet und nicht so viel den anderen neidet. Ja, das stimmt.
Gerade jetzt auch in Bezug, ich meine, was ist Kizomba, richtig? Das ist ja Gemeinschaft, das ist Zusammenhalt und irgendwie das, also es hat ja auch da angefangen, Menschen in schwierigen Lagen haben versucht, ne, aus dieser Lage hinauszugehen. Es geht um Hoffnung und Gemeinschaft und auch irgendwie den Weg nach vorne. Finde ich auch auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Deswegen, Leute, hier KISGP, wir sind ja auch dafür da. Wir wollen für euch die Community stärken. Deswegen haben wir wie heute immer richtig coole Gäste am Start aus der Region oder auch aus Deutschland, um euch einfach Kizomba auch näher zu bringen. Ne? Und das Wichtige ist halt die Bewegung. Was würdet ihr sagen, Stichwort Festivals? Könntet ihr euch vorstellen, auch mal, dass so ein großes Festival nach Hannover kommt? Also Hannover ist ja eigentlich örtlich gesehen der perfekte Punkt, ne? So in der Mitte, wir haben Bremen, Hamburg, Berlin, den Süden, irgendwie könnten ja alle so in die Mitte kommen. Was denkt ihr? Ja, tatsächlich, ich bin da in Planung mit etwas. Oh, okay. Aber wir haben tatsächlich momentan auch eher das Problem mit Locations. Also wir haben, was natürlich weltweit auch immer relativ gut ankommt, gerade wenn man, so wie ich jetzt, weltweit sehr viele Leute kennt, vernetzt ist und die dann natürlich auch nach Hannover bringen möchte, sind Festivals, die eine One-Location haben, also so ein Hotel, das, wo die Leute übernachten können und unten kann man dann in den Räumlichkeiten tanzen und so, ist tatsächlich immer am beliebtesten, als wenn man irgendwie von A nach B pendeln muss. Und ja, da hatte ich jetzt schon das ein oder andere Hotel leider angefragt und die sind aber alle nicht interessiert. Also ich gehe mal davon aus, dass es so ein bisschen mit Messestadt auch zu tun hat, weil wir eine Messestadt sind. Das Image halten und irgendwie eher so diese Tanz irgendwie nicht Professionalität herrscht? Oder nee, ich glaube einfach an Messezimmern verdienen die auch mehr. Weil man versucht ja dann auch Preise für das Festival für die Leute auszuhandeln. Und ich denke mal, das ist damit, weil die eben von den Messen größtenteils leben und da ganz andere Preise verlangen können. Ganz andere Vorstellung. Aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg und es geht ja auch in die richtige Richtung. Deswegen, ich hoffe, wir können da auch weiterhin gespannt bleiben. Region Braunschweig, Hannover, dass hier natürlich auch mal ein Festival zu uns kommt. Ne? Das wäre auf jeden Fall cool und würde auch, wie gesagt, wieder unsere Community stärken. Silke, was würdest du denn auch jetzt dem Hannoveraner ans Herz legen, der vielleicht Kizomba lernen will, entdecken will, der es vielleicht auch noch nicht kennt. Was würdest du so auf dem Weg mitgeben? Musst du irgendwas können? Jung, alt, ich weiß nicht. Also grundsätzlich ist Kizomba ein gelaufener Tanz. Mhm. Das heißt, Kizomba kann jeder lernen. Ja. In Angola ist es ein Familientanz, ne? Mhm. Tanzt der Großvater mit dem Enkel. Also jeder kann es lernen, egal welches Alter. Ja. Ich muss sagen, in meinen Kursen bin ich jetzt Jüngste, huch. ja, ich vermisse es tatsächlich so ein bisschen, dass auch jüngere Leute kommen, aber das ist dann eher so in der Urban-Kiss-Szene, weil die dann eher die europäische Version des Kizomba tanzen möchten. Ne? Genau. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, jeder kann es lernen, von ab dem Alter, wo man laufen kann, bis zum Alter, wo man dann nicht mehr laufen kann. Vor allem, das wird sich ja auch hinausdehnen, ne? Wenn man dann mehr läuft und Kizomba macht. Deswegen, genau. Also, schön. Ja, kann jeder lernen, ohne Vorkenntnisse. Und deswegen, wir haben auch gleich eine Challenge am Start. Und ich würde sagen, bevor wir da losgehen, darf ich dich vielleicht auch mal bitten, wir reden jetzt so, wie sieht das denn eigentlich aus, traditioneller Kizomba? Und wir würden uns alle richtig freuen, euch mal tanzen zu sehen, oder Silke? Das Thomas? Das würde ich gerne machen. Ja. Sehr schön. Também combina com a minha
passada elaborada por seu olhar conquistar. Vale, oh, oh, eh, ah. Oi, moço, oi, moço, oi, moço, oi, moça. Oi, moço, oi, moço, oi, moço, oi, moça. Você quer dançar comigo? Tu queres bailar comigo? Você quer dançar comigo? Tu queres bailar comigo? Ja, danke euch nochmal. Es war so schön, euch zuzusehen. Es war wirklich schön. Das ist ja auch immer, was ich so liebe, diese Leichtigkeit, ne, beim Tanzen. Mhm. Wenn man jetzt auch irgendwo ist, hörst du da auch gerne einfach mal zu, einfach dieser Musik zu folgen? Ja, total. Also ich liebe es. Auf Festivals ist ja meistens Frauenüberschuss. Ne? Mhm, ja. Und allein dann, wenn gute DJs auflegen, einfach nur da zu sitzen und so dieser Musik zuzuhören und den Leuten zuzusehen, was für einen Spaß die haben. Ja. Auf jeden Fall. Es ist auch schön, diese Energie einfach zu spüren. Das habe ich auch gerade. Und ich hoffe, ihr auch, liebe Zuschauer. Denn das ist natürlich, was es ausmacht. Und auf jeden Fall ist es noch mehr, gerade hier vor Ort zu sein. Außerdem haben wir noch eine Challenge von dir. Nochmal, ich bin Silke. Ich habe euch jetzt die Choreo des Monats für DMDS Dance My Dance Style vorbereitet. Das ist diesmal traditioneller Kizomba mit ein bisschen Einfluss von Semba zu einem wunderschönen Lied. Und ich hoffe, euch wird es gefallen. One, two, three, four. 5 and 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8. Die Dame wird aufgeklappt, das Bein wird angehoben und dann auf die Dame auf die andere Seite geführt. Dann geht's in das Zhou Zhao. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und auf 7, 8 werden wir wieder zugeklappt und ihr seid fertig. Also, für diese Choreo habt ihr jetzt einen Monat Zeit, ihr könnt ihr trainieren, könnt dann ein Video aufnehmen, könnt es zu KissGP schicken. Euch erwartet ein toller Preis für denjenigen, der dann ausgewählt wird und das quasi am besten gemacht hat. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Auf Facebook ist das die Kizomba und Semba-Tanzschule Hannover. Und ansonsten ist es die Kizomba-Tanzschule Malembe in Hannover. Und da würde ich dich gerne mal fragen, also wenn du sagst, ja, die Leute, die das nachtanzen wollen, was würdest du denen ans Herz legen? Was ist dir dabei wichtig, wenn jetzt jemand deine Challenge nachtanzt? Ja, was heißt Challenge? Also es ist ja eigentlich nur quasi so ein Ausriss aus dem traditionellen Kizomba. Mhm. Einfach Lebensfreude, Spaß daran zu haben, einfach die Musik zu spüren. Also das ist immer ganz wichtig, dass man sich mit dem Tanzpartner und der Musik verbindet. Ja, die Verbindung, da richtig schön. Und klar, das ist jetzt auch schwierig, das so in Wörter zu fassen, zu beschreiben, wie soll man tanzen. Aber wenn es irgendwie möglich ist, wie würdest du denn deinen Stil oder vielleicht auch einfach die Art, wie du tanzt, beschreiben? Ist das möglich? Also ich tanze ja tatsächlich richtig traditionellen Kizomba. Ja. Meine Lehrer kommen ja auch vorwiegend aus Angola und Guinea-Bissau. Ja, schön. Und also bei afrikanischen Tänzen ist es einfach so, dass man in den Boden hineintanzt. Mhm. Nicht so wie bei Salsa, dass man nach oben tanzt, sondern dass man wirklich in die Knie geht, die ganze Bewegung, also der Oberkörper bleibt vorwiegend gerade, die ganze Bewegung findet ab der Hüfte nach unten statt. Yeah. Man hat nicht so diesen Bounce-Effekt, sondern man bleibt wirklich so auf einer Höhe, gibt seine Energie in den Boden und verbindet sich einfach mit der Musik. Ne? Sehr schön. Das ist ja auch mal, wie würdest du das denn beschreiben, jetzt vielleicht auch in deine Tanzschüler, wenn die sagen, wo ist denn da vielleicht auch der Unterschied zwischen Urban Kiss oder Kizomba Fusion zu dem traditionellen Kizomba? Ich weiß, Thomas. Das ist jetzt machst du aber ein Fass auf. Also Kizomba ist Kizomba. Mhm. Urban Kiss ist kein Kizomba. Mhm.
Fusion ist kein Kizomba, Kizomba okay. ist Kizomba. Also ist schon so eine richtig so, klar, Ansage. Ganz knallharte Ansage. Und bei uns in den Kursen möchte ich auch kein Urban Kiss sehen. Okay. Das sage ich ganz so. Das ist eine komplett andere Welt. Mhm. Im Kizomba ist es gefühlvoll, es ist miteinander und wir bewegen uns zusammen. Und im Urban ist es eher wie im Salsa. Man gibt einen Impuls rein und dann kommt jemand wieder zurück. Wenn man das tanzen will, kann man auch Salsa tanzen. Mhm. Wenn man wirklich das andere möchte, nämlich mit dem Tanzpartner verbunden tanzen, dann ist es Kizomba, dann sollte man Kizomba machen. Aber man sollte dann nicht sagen, okay, ich tanze Kizomba, aber das tanze ich wie Salsa. Ja, klar. Ich bin da ganz strikt, was diese Sachen anbelangt. Klare Ansage vermeidet Unklarheiten. Ja. Nee, natürlich. Also da wirklich zu sagen, die Einheit gerade durch die Musik, durch die zwei Körper, da eine Einheit zu bilden. Ja. Und wenn man das nicht wirklich macht, dann verschleift man irgendwann die Dinge so, weil Kizomba ist eine bestimmte Art von Musik. Mhm. Das Stück, was du für unseren Tanz aussuchst, das war sehr schön. Mhm. Aber wenn man dann anfängt, da Salsa-mäßig drauf zu tanzen, mit der anderen Energie, dann passt da was nicht. Mhm. Das muss man wirklich auseinanderhalten. Und Kizomba, Guinea-Bissau, Angola, Cabo Verde, die haben so schöne Musik. Oh, ja. Gerade auch Cabo Verde zum Beispiel. Ne? Ja. Genau. Das verhunzt man sich, wenn man das versucht, auf die andere Art zu tanzen. Und wie würdest du oder ihr beide, wenn ihr jetzt das auch an eure Schüler gibt, wie würdet ihr das erklären? Was hat denn der traditionelle Kizomba, was vielleicht die anderen Stile nicht so haben? Mehr also Flow. Oh, sehr gut. Schön. Man bewegt sich zusammen. Also wirklich, Als Einheit. Genau. Also da ist es ja auch gerade, weil das ja so eng getanzt wird, die Dame hat ja gar nicht, wie zum Beispiel in anderen Tänzen, die Möglichkeit zu gucken, wo sind die Füße des Herrn, wie kann ich da nochmal was ausgleichen. Das ist ja tatsächlich alles über Oberkörper und Oberschenkel. Ja, das also die Verbindung ist dann auch so im Zentrum, die Energie fließt nach unten über die Körper oder... Ja, also genau, die Verbindung ist am Oberkörper und an den Oberschenkeln und dann über Gewichtsverlagerungen merkt die Frau quasi, wo der Herr hin möchte. Mhm. Ja, schön. Und, wenn man also dieses harmonische Miteinander tanzen will, dann ist Kizomba das Richtige. Ja. Wenn man eher sportiv unterwegs ist oder wenn man so Halbakrobatik machen möchte, das gibt es ja inzwischen beim Kizomba auch, aber ich sage da, ich mache das in Hochkommata. Da gibt es ja immer überall, Tricks und... Es ist immer der normale Vorgang, dass ein Tanz kommt, dann greift sich das jemand und sagt so, und jetzt mache ich da erstmal was Flamboyantes raus. Ja. Es ist dann nur nicht mehr das Original. Aber das ist ja auch das Schöne, ne? Also auf der einen Seite immer zu den Wurzeln zurückzukehren, aber klar, es gibt ja dann auch immer die Entwicklung, also die einen sagen dann, hey, wir wollen irgendwas Artistisches draus machen mit irgendwelchen Tricks, aber es ist auch schön, dass ihr dann trotzdem dem Traditionellen treu geblieben seid. Dann darf man das nicht Kizomba nennen. Ja, das ist natürlich dann so die Geschichte. Dann kann man das irgendwie anders nennen und sagen, wunderbar, toll, aber Kizomba ist Kizomba. Ja, und schön, dass ihr das auf jeden Fall macht. Und wo wir jetzt gerade auch vom traditionellen Kizomba sprechen, also traditionell ist es ja natürlich dann auch so, dass der Mann führt. Jetzt ist ja eine spannende Sache, dass du natürlich auch den Unterricht gibst. Und normalerweise ist es ja so, dass wie du zum Beispiel auch der Unterricht durch den Mann angeleitet wird. Und das ist auch richtig schön und es gibt ja auch richtig viel gutes, positives Feedback, auch von Frauen sowohl als auch von Männern, jetzt in diesem Unterrichtsstil. Was würdest du sagen? Was sind so die Vorteile jetzt auch aus dem Hintergrund deiner langjährigen Erfahrung? Was ist da so besonders dran? Ja, also zum einen muss man ja wirklich sagen, Kizomba ist eine absolute Männerdomäne. Mhm. Also als Frau, die dann auch noch alleine ohne Tanzpartner unterrichtet, hat man es wirklich nicht einfach. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich von Anfang an beide Seiten, da ich nie einen festen Tanzpartner hatte, beide Seiten gelernt habe,
kann ich sowohl den Herren genau vermitteln, was sie tun sollen, als auch den Damen. Und zum Beispiel, wenn ich Herren habe, die irgendwas nicht richtig verstehen, kann ich die führen, um ihnen zu zeigen, wie muss es sich anfühlen, dass sie das verstehen können. Und das ist tatsächlich, das nutzen sehr viele meiner Tanzschüler, dass sie eben dieses, dass ich mit beiden Seiten tanzen kann und das dann auch entsprechend vermitteln kann. Aber das ist ja auch das Schöne, dass du gerade dann auch den Herren zeigen kannst, wie soll es sich auch für die Dame anfühlen richtig? Genau. Und das ist das Schöne. Das mache ich dann manchmal auch so Spielereien in meinem Tanzunterricht, dass die Damen dann auch die Herren führen müssen, um einfach mal die andere Seite zu verstehen. Ja, schön. Also nutzt auf jeden Fall die Gelegenheit, gerade von unserer Silke, die Pionierin hier in Hannover, zu lernen und durch die Challenge auch natürlich vieles mitzunehmen. Was würdest du denn sagen, Thomas? Was ist denn vielleicht auch jetzt, könntest du dir vorstellen, dass es auch Vorteile gibt von deiner Perspektive, jetzt durch eine Frau für Schüler den Unterricht zu kriegen? Also zum einen, ich habe Tanzschüler, also Herren, die sehr gerne auch mal den Damenpart tanzen, wenn man irgendwelche Sachen erklären will, wo man sagt, nee, eigentlich muss man das fühlen. Und dann macht man das mit denen und die drehen sich um, greifen sich eine Dame und es funktioniert. Also davon, wir haben drei Herren von der Art und das ist die totale Freude, das zu sehen, das macht Spaß, das so zu unterrichten. Und also grundsätzlich bin ich sonst nicht so ein Freund davon, dass die Damen den Herrenpaar tanzen. Nicht, weil ich ein Mann bin, aber die Verbindung ist eine andere zwischen in der Form. Sehr klar, Aber es gibt ja immer, wie wir mal sehen, Vor- und Nachteile bei beiden. Und im Endeffekt ist es ja auch, denke ich mal, schlussendlich egal, wer eigentlich lehrt. Im Prinzip ist es ja wichtig, dass es aus dem Herzen kommt und dass es natürlich auch gut dann an die Schüler vermittelt wird, richtig? Also grundsätzlich finde ich, wenn weibliche Lehrer sind, das finde ich sehr gut, weil die eine andere Perspektive haben. Aber das ist dann, das ist dann Unterricht. Und auf der Party wird es dann unter Umständen ein bisschen schwieriger. Aber dass man im Unterricht die andere Perspektive gut mit reinbringt, das finde ich persönlich sehr gut. Und ich bin auch schon oft bei weiblichen Lehrern gewesen, weil die unterrichten anders. Ja, und das ist eine Bereicherung. Auf jeden Fall. Und da sind wir auch gerade, diese Vielfalt mitzunehmen. Und ich denke, das ist ja auch, was Kizomba ausmacht, die Vielfalt und da einfach das Schöne in der Bewegung, verschiedene Perspektiven mitzunehmen. Und ich danke euch auf jeden Fall. Vielleicht noch so ein Schlusswort von dir, so ein Wrap-up an die Community. Was willst du den Leuten mitgeben? Ja, ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn die Community noch ein bisschen mehr wachsen würde. Und wer weiß, vielleicht tun sich in nächster Zeit auch noch mal so ein paar Zusammenarbeiten auf mit so ein paar anderen Leuten hier in Hannover. Das wäre mega. Echt toll. Dankeschön. Und von dir, Thomas, irgendwas noch an die Leute? Was willst du oder was wünschst du dir für die Leute? Vergesst Akrobatik. Und tanzt den traditionellen Entwickelt Kizomba. Gefühl. Sehr schön. Weil Kizomba ist 90% Gefühl. Gefühl und Flow, schön. Und das darf nicht verloren gehen. Sehr schön. Und mit Gefühlen verabschiede ich mich auch hier von KISGP. Ich danke euch, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vergesst die nächste Show und die nächste Party nicht und macht bei der Challenge mit. Wir freuen uns auf eure Videos, ne Silke? Und wir sind natürlich gespannt darauf. Vielen Dank und bis bald. Mas a pista parou, encantado com seus encantos.
passada elaborada por seu olhar.